Seid gegrüßt, Sternreisende, und willkommen zurück zum Kampf um Galaxie WB03. Ihr seid hier auf dem Kanal von Writing Bull für Strategiespiele und ihr seht das Spiel Stellaris in einem Community-Event, in einem Rollenspiel-Event. Das Ganze wird moderiert von mir, von Tumlu. Ich bin Moderator des Community-Forums und falls ihr euch noch an die letzte Folge erinnert, es sind schlimme Dinge geschehen. Wir hatten eine riesige Sintflut und ich bin ganz alleine zurückgeblieben. Meine Mitmoderatoren wurden weggespült. Es sind schreckliche Dinge geschehen. Orun wurde in eine andere Sphäre gespült, in eine Sphäre, die sich Oruns Bett nennt. Gute Besserung an dieser Stelle. Und Arius wurde sogar hier in diese Galaxie gespült, in den Eternal Crusade. Der gute Whistler ist nämlich heute leider nicht da. Wie dem auch sei, wir legen mal los. Das heißt im Klartext, ich bin wirklich alleine. Und ich hoffe, ich kriege das einigermaßen hin. Mal gucken, wie viele Folgen wir in dem Zustand schaffen. Beim letzten Mal hat sich ja nicht so viel ereignet. Es war ein relativ ruhiger Abend, abgesehen von der Sintflut. Einfach weil wir, beziehungsweise das Ende mit dem Fallen Empire war noch. Aber der Krieg lief ja schon. Einfach weil wir jetzt auf Version 1.6.1 gewechselt haben. Wir sind jetzt auf der aktuellsten Version zum Aufnahmezeitpunkt. Und haben jetzt eben die Situation, dass wir eine neue Spielversion haben, was aber relativ wenig unmittelbare Änderungen, glaube ich, sind. Also wir haben keinen Gamebreaker. Sonst könnten wir auch nicht spielen. Wie dem auch sei, wir waren stehen geblieben im letzten Part mit der Eroberung des spiritualistischen Fallen Empires, wenn ich mich nicht irre, durch den Eternal Crusade. Und die Domo-Republik hatte versucht einzugreifen, ist zweimal sehr ungünstig geflogen und hat... Naja, hat die Flotte verloren. Und dann gab es noch ein Abkommen, dass ein Außenposten aufgelöst wurde hier im Rubis-System. Und jetzt ist, glaube ich, erstmal alles relativ friedlich. Falls ihr in der öffentlichen Diplomatie mitlest bei uns im Forum, kann ich nur wärmstens empfehlen, es ist wahnsinnig unterhaltsam, dann wisst ihr vielleicht, die Borger-Gemeinschaft unter Zakor hat momentan mal wieder ein bisschen... Kann man das nennen? Sie haben ein paar Anschuldigungen vorgebracht. Sie haben wohl ein Wirtschaftschaos innerhalb ihres Landes momentan und haben dabei das Problem, dass angeblich externe Hacker einige Probleme verursacht haben. Und laut Aussage des Botschafters sind diese wohl zurückzuverfolgen auf Terranus im Tayo-System, also auf den Heimatplaneten des Ordens. Und aber auch auf die Erde aus dem Sol-System, das Heimatsystem der Menschen und quasi der ursprünglichen Heimatwelt der Terraner, der Menschen hier vom Orden. Und könnte interessant werden, wozu das wohl führt. Generell, wir haben ein paar interessante Situationen. Also die Zacken, da falle ich schon in WB02 zurück, nicht die Zacken, die Goldesel, die Borger-Gemeinschaft unter Zakor, da fasselt man sich gerne mal, ist momentan auf einem interessanten Kurs. Mal gucken, was die so machen. Generell haben wir die Situation gerade relativ entspannt. Soweit sind die Grenzen gerade auch, glaube ich, relativ fest. Keine Kriege in der Galaxie. Abgesehen davon, dass wir erfahren haben, dass Eternal Crusade und das Osirische Direktorat wohl auch weitere Fallen Empire als Bedrohung ansehen. Und da hatten wir ein kurzes Standbild, aber alles in Ordnung. Ich glaube, ich werde mir auch gleich mal Besuch holen. Die Frage ist nur, von wem? Wen nehmen wir denn da? Mit wem haben wir denn schon länger nicht gesprochen? Jetzt muss ich mal überlegen. Wisst ihr was? Wir haben, glaube ich, mit der Kelrak Handelskasse schon relativ lange nicht gesprochen. Die ist eine relativ ruhige Ausgangslage. Und ich werde einfach mal nachfragen, ob da jemand Zeit für mich hat. Ob der gute Rock ein wenig Zeit hat. Und bleibt dabei aber hier. Wir haben das gelöst quasi. Arius ist weiter in meinen Kontakten, Mann. Sitzt jetzt halt oben mit drin. Und ja, die Kelrak Handelskasse ist ja hier etwas... Ist eine der kleinsten Nationen, glaube ich, rein, was die Planetenanzahl angeht. Ist hier relativ isoliert zwischen der Sa'esh-Nation, dem Osirischen Direktorat und dem Eternal Crusade. Und in dem Punkt... Mal gucken, wie es denen so geht. Und damit sage ich auch Hallo Rock, seid gegrüßt. Hallo Beobachter. Wie geht es euch? Den Umständen entsprechend gut, auch wenn die Galaxie gerade signifikante Veränderungen erfahren hat. Was ist geschehen? Ich muss sagen,
In meiner Position als doch alleiniger Beobachter heute bin ich etwas, habe ich etwas Schwierigkeiten, den Überblick zu behalten. Das osirische Direktorat hat den synthetischen Pfad zu Ende gebracht und ist jetzt komplett synthetisiert. Oh. Ein Blick auf die Welten des osirischen Direktorats. Tatsache, wir haben hier die High Trans Osiren. Syntheten, mechanisch, das ist interessant. Und zusätzlich ist das Mirovandia von Empire gerade erwacht. Oh. Das ist sehr interessant. Die Merovandia Arbitrators, das waren die Xenophilen, wenn ich es richtig im Kopf habe, oder? Ja. Habt ihr denn schon Kontakt mit ihnen aufgenommen? Uns haben sie bis jetzt noch nicht kontaktiert. Wie ist mit den mit Ralga und den Xin ist, wissen wir noch nicht. Ich glaube, ich werde mich gleich denen mal widmen, denn das ist durchaus interessant. Aber ein paar Fragen habe ich dennoch. Wie ist denn eure aktuelle Lage in der Galaxie? Wie entwickelt sie sich in der letzten Zeit? Also sowohl diplomatisch als auch wirtschaftlich. Diplomatisch hat sich nicht wirklich viel getan. Wirtschaftlich, ja, wir sind immer noch ein blühendes Handelsimperium zwischen zwei Großmächten und einer kleinen. Ich sehe auch, nicht angriffsversprechend sind einige da. Oh, ihr habt ein Migrationsabkommen mit der mit dem Orden. Das ist. Ja, ich glaube, ich erinnere mich daran, das gesehen zu haben. Aber ich sehe gerade eure diplomatischen Informationen, die sehen durchaus interessant aus. Gibt es denn momentan Nationen, mit denen eher, ich sag mal, kritische Beziehungen sind? Wir haben keine kritischen Beziehungen mit irgendwelchen Nationen. Mit den Domur haben wir quasi kalte Beziehungen. Genauso wie mit den die Borger-Gemeinschaft. Das Reich wechselt seinen Namen auch, wie sie lustig sind. Ja, das ist in der Tat sehr, sehr Aber sonst verwirrend. haben wir eigentlich mit jedem einigermaßen Kontakt. Und ich sehe gerade, dass die Mirovandia Oh. den Raiga den Krieg erklettern. Das ist sehr interessant. Dann würde ich an der Stelle sagen, ich bedanke mich mal kurz für das Gespräch und würde euch bitten, eventuell mal den General zu fragen, ob er Zeit für mich hat. Wobei, ich mache das, glaube ich, über meinen kleinen, Kontaktmann, ich bedanke mich für das Gespräch. Lebt wohl. Bis demnächst. So, das ist doch interessant. Also es ist echt was anderes, wenn man alleine versucht, den Überblick zu behalten, weil auch relativ viel passiert und man sich normalerweise sehr gut absprechen kann. Aber das ist jetzt interessant. Also das Fallen Empire ist erwacht und hat Krieg erklärt. Also das ist ja die xenophilen Fallen Empire sind ja, soweit ich das noch im Kopf habe, funktionieren die so, wenn sie erwachen, wollen sie eigentlich alle nur beschützen. Und wer sich nicht beschützen lässt, der wird halt dazu gezwungen, so sinngemäß. Und damit begrüße ich den Kaiser von Ralga. Ja, hallo, in einer besonders guten Situation. Ja, ich habe gerade erfahren, dass das Alte Reich in eurer Nachbarschaft euch den Krieg erklärt hat und wollte Ja, richtig. fragen, was ist geschehen? Ja, die Mirovandia wollten einfach uns und warte mal eben. So. So. Ja, die wollten uns zu einem Vasallenstaaten machen, so Satellitenstaaten, wie auch immer. Und das haben wir natürlich abgelehnt und jetzt erklären die uns dafür den Krieg. Ja, ich glaube, sie sind so ein wenig von ihrer Einstellung her. Eigentlich wollen sie ja nur alle beschützen, aber wenn jemand sich nicht beschützen lässt, dann wird er dazu gezwungen, sich beschützen zu lassen. Habt ihr denn, wie seht ihr denn eure Chancen gegen sie? Und habt ihr eventuell andere Verbündete im Krieg gegen sie? Oder ist das jetzt. Wir haben im Moment keine Aufklärungsberichte über die Stärke dieses Imperiums, also können wir nicht sagen, wie unsere Chancen stehen. Wir werden jetzt die kaiserliche Flotte von der Grenze des osirischen Direktorats an die Grenze zu den Mirovandia verlegen und dann gucken wir mal. Gut, dann würde ich euch bitten, haltet mich gerne auf dem Laufenden. Ich bin neugierig, was da noch so geschehen wird. Und wenn ich noch fragen dürfte, was sind denn die Forderungen?
dieses Reiches. Womit haben sie euch den Krieg erklärt? Vasalisierung? Moment mal. Das Kaiserreich soll die Sklaverei beenden und die Vertreibung. Dann sollen wir den Außenposten im Frutsystem auflösen. Wir sollen Kiranka abtreten, wir sollen Rimok abtreten, wir sollen Biham abtreten, wir sollen Nal-Kurak abtreten, wir sollen Gromium abtreten, einige wir sollen Systeme, unsere Heimatwelt also, aufgeben. Also ja. Kurz zusammengefasst, ihr sollt einige Außenposten aufgeben, einige Planeten und einen ihr sollt eben die Sklaverei sowie die genau, einen Außenposten verbieten. Und eins. Gut, ich würde mal sagen, egal wie man es sieht, es würde auf jeden Fall eurem Reich einen empfindlichen Schlag versetzen. Das würde unser Reich vernichten. Ist es Frage habe ich noch, diese Planeten, sollen die befreit werden, unabhängig, oder sollen sie in das Reich integriert werden? Nein, sie sollen in das Reich integriert werden. Okay. 11 Planeten. Gut, dann bedanke ich mich auf jeden Fall für diese Information. Ich wünsche euch viel Glück in diesem Krieg. Ja, danke schön. Und ich sage mal, lebt wohl. Ja, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. So, da bin ich auch schon wieder alleine für den Moment. Das ist jetzt natürlich eine ungünstige Situation, dass ausgerechnet der Kaiser... Der Kaiser von Reiger, der ja doch eher alleine dasteht und nicht wirklich gerade viele Verbündete hat. Er hat zwar nicht Angriffspakte, aber das war's auch schon. Dementsprechend... muss man da mal gucken. In der Unterzahl ist er jetzt natürlich deutlich, das konnte ich ja gerade nicht sagen, aber 200.000 hier Flottenstärke auf Seiten des Fallen Empires und 50.000 auf Seiten auf seiner Seite etwa. Also er hat gerade mal ein Viertel der Flottenstärke. Was ich mir allerdings gut vorstellen könnte, dass jetzt das Osirische Direktorat und eben der Eternal Crusade darauf anspringen und eben sagen, hier, ein Fallen Empire haben sie bereits vernichtet und jetzt fühlen sie sich natürlich bestätigt dadurch, dass ein weiteres Fallen Empire erwacht ist und Kriege erklärt. Wer weiß, wer weiß. Und das Schöne ist, wenn ich das richtig verstanden habe, dann möchte der aktuelle Anführer des Eternal Crusades oder der Stellvertreter ohnehin gleich ein paar Worte mit mir wechseln. Werden wir mal sehen. Seid gegrüßt, Arius. Ihr kommt mir so vage bekannt vor. Ja, seid gegrüßt. Ich habe das Gefühl, seid ihr wirklich aus dieser... Ihr seid durch diese Sinnflut doch in eine andere Sphäre gespült worden. Das ist doch nicht schön. Seid ihr wieder abgestiegen? Nein, das nicht. Ich wurde nur urplötzlich... bin ich im Reich der Mara aufgewacht und wurde kurzerhand gefragt, da ihr Anführer offensichtlich gerade auf einem fremden Planeten in Urlaub ist, ob ich nicht kurz das Reich übernehmen könnte und führen könnte. Sehr schön, dann wünsche ich euch mal viel Glück dabei, aber ihr wolltet ohnehin ein paar Worte mit mir wechseln. Ja, und zwar geht es hauptsächlich out of character. Okay, dann geht's gleich out of character. Genau, ich weiß nicht, ob es Rock oder General schon gesagt haben. Das Fallen Empire ist erwacht, das weiß ich. Nee, das mit dem Fallen Empire, das ist jetzt eher nebensächlich. Die Umgestaltung der Osiren. Ja, das hat Rock auch erwähnt, das habe ich mitbekommen. Ja, jetzt wurde ich von zwei Seiten schon angesprochen, bezüglich Kreuzzugsziele. Laut 23 hat Whistler mit ihm ausgemacht, dass sie das materialistische Fallen Empire als nächstes als Kreuzzugsziel ausrufen. Also, dass Whistler das ausruft und 23 wieder mit reinzieht. Mhm. Und dass 23 dann quasi die Planeten dort bekommt. Weil das mit seiner Story zusammenhängt. Ja. Jetzt wurde ich aber auch von Kingdis angesprochen, der sich Sorgen macht, dass 23 jetzt sich so verändert hat und gefragt hat, ob ich nicht ihn als Kreuzzugsziel ausrufen könnte. Da er mit der Kelrak-Handelskaste noch eine Unabhängigkeitserklärung hat, würde das reichen. Da sage ich dann aber, ich verstehe es, aber das wäre was... Jetzt kriegt ihr mal mit diese Off-Character-Sachen, weil die müssen auch geklärt werden. Normalerweise machen wir das im Off-Camera, aber das ist jetzt wichtig. Da würde ich tatsächlich sagen, das wäre Whistlers Entscheidung. Und er konnte dich ja leider nicht briefen. Deswegen würde ich sagen, zieht erstmal die alten Pläne weiter durch mit den Fallen Empire.
Das habe ich zu 23 auch gesagt. Wenn Whistler das so mit ihm abgesprochen hat, stelle ich mich da nicht quer. Ja, dann zieht die Pläne durch und entweder schreibst du mal Whistler an, irgendwie, aber ich glaube nicht, dass er erreichbar ist. Dementsprechend beim nächsten Abend darf er dann entscheiden, wie er auf diese Osirende reagiert. Genau. Jetzt ist halt nur seine Vertretung da. Ja. Ja. Die aber auch jetzt, eher kurzfristig eingesprungen ist. Ja. Aber eine Frage habe ich jetzt zurück in Character. Es ist ja ein weiteres Fallen Empire, dieses Mal tatsächlich erwacht, nämlich weit, weit im Süden. Ihr habt das sicherlich mitbekommen. Ja. Wie ist denn eure Meinung dazu? Nun ja, sie sind in allen Belangen überlegen, bei Flottenstärke und Technologie sogar überwältigend. Sie sind ein potenzielles Kreuzzugsziel, jedoch, da sie am anderen Ende der Galaxie sitzen, tun sie für uns erstmal keine namhafte Bedrohung darstellen. Gut, ich hätte tatsächlich erwartet, dass sowohl das Osirische Direktorat als auch eben ihr eben die Theorie der Bedrohung durch die Fallen Empire dadurch bestätigt seht. Ich konnte mich diesbezüglich noch nicht mit dem Vertreter des Osirischen Direktorats kurz schließen. Nun gut, dann bitte ich euch, das zu tun gerne, und dann bitte ich euch gerne beide hierher, wenn es soweit ist. Mhm. Allerdings informiert mich doch mal, wenn es soweit ist. Also Klartext, schreibt mich nochmal kurz an. Ja, klar. Dann macht das mal. Mhm. Und ich bin gespannt, was dabei rauskommt. Denn da unten geht es jetzt natürlich heiß her. Ja. Lebt wohl. Lebt wohl. So, okay. Also keine unmittelbare Reaktion auf das Fallen Empire hier unten. Und interessant, dass King Dis jetzt auf diese Art reagiert. Aber wenn ich mich richtig erinnere, dann hat er auch innerhalb des Rollenspiels, glaube ich, hat die Domo Republik, sagen wir, ein gesundes Misstrauen gegenüber Maschinen. Ich glaube, mittlerweile haben sie sich bereit erklärt, Roboter zu verwenden. Allerdings wirklich nur Roboter und keinerlei KI. Aber okay. Werfen wir mal den Blick auf das Kaiserreich. Da ist die Feinflotte im Gurumium-System. Das ist enorm. Was haben wir denn hier für Waffen? Gauss-Kanonen, also Stufe 4 Kinetik, Stufe 5 Kinetik, Stufe 5 Laser, Tachyon-Lanzen und verschiedene Geschwader. Außerdem sehr, sehr viele Schilde und viele Schilde und dicke Panzerung. Und vor allem auch den Sprungantrieb, der könnte interessant werden. Kurz die Off-Character-Information. Für die, die es vielleicht nicht wissen, die vielleicht nicht so bewandert sind in Stellaris, der Sprungantrieb kann eine Krise auslösen, wenn er zu viel verwendet wird. Nämlich die Anbinden, glaube ich, sind das auf jeden Fall. Die können quasi ein Dimensionsloch reißen und dann kommt eine Endgame-Krise. Und die ist unangenehm, erfahrungsgemäß. Mal gucken, ob die jetzt durch das Fallen Empire ausgelöst wird. Oder ob vielleicht auch das zweite Fallen Empire hier erwacht und es zu einem Krieg der Welten, glaube ich. Oder wie heißt das Event? Krieg der Welten heißt es, glaube ich, tatsächlich. Krieg der Fallen Empire auf jeden Fall. Und das wird definitiv interessant. General hat jetzt natürlich enorme Schwierigkeiten, weil er einfach eben ein Viertel der Flottenstärke hat. Und egal, wie sehr er jetzt pumpt, ich glaube nicht, dass er da rankommt. Alleine hat er keine besonders gute Chance. Vor allem, weil das Fallen Empire ja auch noch weiter produziert. Also er bräuchte da definitiv Unterstützung. Und die Frage ist halt, wer hätte denn einen Grund, ihn zu unterstützen? Ich meine, mit seinen Nachbarn sind die Beziehungen definitiv angespannt. Die Nation of Xin ist ein Rivale. Mit der Borger-Gemeinschaft gab es diverse Konflikte. Und, naja, wenn, dann denke ich tatsächlich Osirisches Direktorat und Eternal Crusade, um eben diese Bedrohung auszuschalten des Fallen Empires. Da muss man mal gucken. Ansonsten ist, glaube ich, alles still in der Galaxie momentan. Halten wir das Ganze mal im Auge. Na, Kulrak-System wird jetzt gerade... Oh ja, da wird eine Menge zerschossen und... Oh, die haben einen Titan-Keeper. Das ist ein gigantisches Schiff natürlich. Schauen wir uns das Ganze mal aus der Nähe an. Das sieht doch mal schick aus. Wir sehen auch, hier sind tatsächlich zwei Schiffe unterwegs. Da sieht man mal den größten Unterschied. Das Schlachtschiff ist ja ein bisschen reingeglitscht, aber es sieht trotzdem... Man sieht trotzdem den Größenunterschied, glaube ich. Und innerhalb des Spielmechanischen sieht das Ganze dann so aus. Der Titan Keeper ist ein bisschen größer. Jede Menge kinetische Artillerie.
generell sehr, sehr starke Bewaffnung. Auch hier natürlich der Sprungantrieb und sehr gute Computer. Und Kulrak Secundus wird jetzt belagert. Genauso Kulrak, die werden jetzt beide beschossen. Aber doch nicht. Die ziehen sich erstmal zusammen mit der anderen Flotte. So, aber halten wir das Ganze mal im Auge. Wo ist denn die Flotte des Generals? Des Kaisers, Entschuldigung. Die kaiserliche Marine ist hier, die sammelt sich im Bestgeld-System, so gut es geht. Aber das wird sehr, sehr schwierig. Schauen wir doch mal in die Heimatsysteme hier des Fallen Empires. Jetzt müssen wir mal gucken, was die Heimatwelt ist. Welche davon? Moment, wir sind auf dem falschen. Hier. Das ist nicht die Heimatwelt. Mother. Wir sehen hier die wahnsinnig, die sehr, sehr effektiven Gebäude. 25 Mineralien durch ein Gebäude. Es sind sehr nützliche Sachen. Aber dennoch, welches System ist denn das Heimatsystem? Beaver? Nein, der Preserve. Hier findet man von diversen Völkern aus der Galaxie einzelne Bewohner, die hier eben quasi im Reservat am Leben gehalten werden sollen. Die Mara sind da. Lachax. Jax Talak. Die Foxys. Hier noch im Urzustand quasi. Aber dennoch, wo ist die Heimatwelt? Das ist definitiv keine Heimatwelt und das Volk ist sehr unglücklich, denn hier haben wir gerade laufendes Terraforming. Eine Neuerung des Patches, eine sehr interessante. Man kann tatsächlich bereits bewohnte Welten jetzt terraformen, was ich sehr, sehr schön finde. So kann man eben quasi im späteren Spielverlauf, wenn man dann die Technologie für Gaia-Welten hat, auch nochmal da alles umstellen. Und ich sehe auch, Kulrak und Kulrak Secundus sind beide besetzt worden. Sind beide in der Hand des Feindes. Wohin geht's als nächstes? Remok Prime. Na, Kiranka ist auch schon besetzt. Das wird schwierig, glaube ich, für den General. Und hier ist das Remok-System, da geht's hin. Aber gut, viel tun tut sich da gerade nicht. Ich glaube, ich könnte mal weitere Informationen einholen, wie denn die Nachbarn darauf reagieren. Ich glaube, Lotuk wäre mal interessant von der Nation of Xin. Mal gucken, ob der ein wenig Zeit für mich hat. Das wäre durchaus interessant. Und ich finde diesen Namen immer noch interessant von den Foxys. Den ich nicht so ganz verstehe. Aber die Foxys, die dürften doch bestimmt sich darüber freuen, über diese Änderung im Osirischen Direktorat. Generell bin ich mal gespannt, wie die verschiedenen Spezies darauf reagieren. Auch der Orden beispielsweise könnte sehr interessant sein. Ich meine, die Domo reagieren sehr misstrauisch, das haben wir bereits erfahren. Aber an der Stelle sage ich, seid gegrüßt, Lotuk von der Nation of Xin. Habt ihr zu viel Teufelsnektar zu euch genommen, dass es euch die Sprache verschlagen hat? Lotuk, bist du gemutet? Oder bist du gerade AFK? Ich glaube, Lotuk hat gerade die Verbindung verloren. Das war jetzt ein sehr interessantes Timing. Da ist er überhaupt nicht mehr klargekommen damit, dass ich plötzlich alleine bin. Aber gut, mal gucken, ob er gleich wiederkommt. Ich gebe ihm mal einen Moment. Die Verbindung zum Server hat er leider verloren. Ich glaube, in dem Fall würden wir dann doch erstmal mit jemand anderes sprechen. Und uns später ihm widmen. Dann würde ich nämlich gerne mal stattdessen mit den anderen in der Nähe natürlich sprechen. Es gibt ja noch einige, die das beeinflussen könnte. Und gerade Unkraut-Yeti von der Union technokratischer Welten wäre interessant. Das Problem ist jetzt, dass Lotuk scheinbar einen kompletten Disconnect hat. Und wenn ich so darüber nachdenke, werde ich noch ein kurzes Gespräch mit Unkraut-Yeti führen und dann werden wir die Folge beenden. Seid gegrüßt. Seid gegrüßt, höheres Wesen. Einen Moment. Wie es mir scheint, seid ihr heute nicht mit euren Brüdern vereint. Ja, und ich bin auch gerade ein bisschen off-character, weil ich gerade noch in den Chat schreiben musste, dass die anderen Bescheid wissen. Also ihr merkt, kurz an die Zuschauer, ihr merkt, es ist alles ein bisschen chaotisch heute. Ich hoffe, ihr vergebt uns das, aber wir wollten euch jetzt nicht ganz auf dem Trockenen sitzen lassen. Aber ja, Yeti, ein bisschen will ich mit dir noch quatschen. Und jetzt wieder zurück in Character.
Tatsächlich, ich bin heute alleine. Eine große Sintflut kam über uns und hat meine Brüder weggeschwemmt. Ich hoffe, sie finden den Weg zurück, aber für den heutigen Tag bin ich leider allein. Okay. Nun ja. Wie dem auch sei, ich habe einige Fragen an euch. Zweige, um genau zu sein. Die erste wäre, ihr habt es ja sicherlich auch mitbekommen, das ehemalige Fallen Empire, der Merovandia, ist erwacht. Und ja, führt Krieg gegen das Kaiserreich Ralga. Was habt ihr da mitbekommen von? Und was ist euer Eindruck von dem Ganzen? Interessanterweise, als wir die Informationen erhalten haben, nun, wir haben, soweit ich weiß, ist diese Fallen Empire fanatisch xenophil. Also eigentlich ein Reich, welches Freiheit anderer Völker unterstützt. Nun ja, und wie wir die letzten Jahre ja und durch die mitbekommen haben, das Vereinigte Kaiserreich Ralga unterdrückt einige ihrer in ihrem Reich lebenden Rassen. Wir haben einige Flüchtlinge schon aufgenommen und nun ja, ich meiner Meinung nach, für so ein mächtiges Reich, welches die Freiheit aller Völker unterstützt, ist es eigentlich schon fast klar gewesen, dass Reich Ralga dafür bestraft werden muss, für diese Untaten, für die häufigen Kriegshandlungen, die auch vorgefallen sind. Wir selbst haben unsere Forschungsabkommen mit ihnen bereits vor langer Zeit gekappt, haben die Grenzen geschlossen, um dafür zu sorgen, dass aggressive Haltung nicht auf unsere eigene Bevölkerung überschwappt. Nun gut, also ihr seht das als berechtigten Krieg an? Absolut. Es hätte jederzeit etwas passieren müssen und ich meine, dass sie jetzt letztlich doch sich dazu entschieden haben, in diese Geschehnisse aktiv einzugreifen, zeigt uns auch, dass unsere Handlungen gegenüber den Ralga nicht nutzlos waren. Und wir haben sie dafür schon kritisiert, aber wir haben ja nicht die militärische Stärke, um irgendwie ihnen zu drohen und sagen zu können, befreit die Sklaven. Und ich vermute und ich hoffe, dass das Fallen Empire, die Merovandia, dass die mächtig genug sind, den Ralgariern, also den Ralgari, Einhalt zu gebieten. Gut, das wird auf jeden Fall interessant. Das ist eine interessante Information von also eure Sicht der Dinge. Eine weitere Frage habe ich noch, und zwar das Osirische Direktorat hat ja vor kurzem den Aufstieg geschafft, und zwar nicht den Aufstieg in unsere Sphäre, aber doch den Aufstieg zu einer anderen Form des Daseins. Sie sind jetzt wohl komplett mechanisiert. Wie steht ihr dazu? Wir selbst hatten ursprünglich auch mal angestrebt, uns selbst mit mechanischen Teilen zu enhancen, zu verbessern, sind dann aber von dieser Entwicklung abgegangen. Wir haben ja Syntheten bei uns auch in unserem Reich, natürlich. Sie sind ihre eigene Spezies. Sie sind voll berechtigt in allem. Sie können alles tun, was sie wollen. Sie können auch Anführer werden. Sie haben volle Berechtigung halt, sind absolut integrierte Bürger. Und wir selbst sind irgendwann davon abgekommen. Wir haben an uns genetisch modifiziert, das gebe ich zu, das haben wir getan, um uns einiger Schwächen zu entledigen. Dennoch sind wir davon abgekommen, uns komplett zu mechanisieren. Computer sind nach wie vor Computer und man kann sie wie auch einen menschlichen Körper durch Viren irgendwo manipulieren. Und das kann durchaus letztlich dazu führen, uns wird es zugrunde richten. Einen Computer kann es zu Fehlverhalten führen. Also sollte irgendwann mal das Osirische Direktorat anfangen, unnatürliche Handlungen sollten da unnatürliche Handlungen vonstatten gehen, sollten sie anfangen, auf einmal sehr kriegerisch zu wirken, kann es durchaus sein, dass sie dann einfach von außerhalb irgendwie beeinflusst wurden. Und das war so der Punkt, wo wir gesagt haben, unser Gehirn bleibt fleischlich. Das klingt, als wäre jetzt etwas misstrauisch ihnen gegenüber in der Hinsicht. Wir haben die Grenzen geschlossen. Es ist so ein zweischneidiges Schwert. Wir selbst sehen natürlich sehen das irgendwie auch als Rückschritt an. Wie gesagt, sie sind dafür anfälliger,
andere Dinge zu haben. Sicherlich haben sie aber ihre, sie hatten eine sehr kurze Lebensspanne und die haben sie damit natürlich dann auch wieder ausgemerzt. Also das ist, wie gesagt, ein zweischneidiges Schwert. Das bringt sehr viel Vorteil, es bringt aber auch eben den besagten Nachteil, den wir uns selbst nicht, also wir waren uns selbst einig, das wollen wir nicht. Denn es kann zu viel Schabernack damit getrieben werden, zu viel zerstört werden damit, was man sich über die Jahrhunderte aufgebaut hat. Und das ja, finden wir für uns selbst nicht angenehm, aber wenn Sie meinen, das ist der einzige Weg, um hier in die höheren Ebenen der Physikforschung oder so aufzusteigen, ja, dann sollen Sie es halt tun. Wir sind Ihnen nach wie vor weit voraus, was Technik angeht und dementsprechend, ja, wir sind halt dann doch diesen einen Schritt voraus, um festzustellen, dass wir das eben nicht tun wollten. Nun gut, das sind einige interessante Einblicke in diese Welt der Mechanisierung, kann man es, denke ich, nennen. Ja. Ich würde sagen, an der Stelle, dann bedanke ich mich aber auch für das Gespräch und sage, lebt wohl. Und auch lebt an unsere wohl. Beobachterwesen, an unsere Zuschauerwesen, sage ich an der Stelle, lebt wohl. Setzt mal einen kleinen Cut und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin.